Saft und kraftlos und keiner weiß warum. Ist es ein Burnout? Ist es nur ein Erschöpfungssyndrom? Komme ich einfach nur nicht aus dem Quark? Was ist passiert? Es kann etwas mit meinem Charakter zu tun haben. Es ist etwas, wofür ich gebrannt haben muss, wo ich alle Ideen, alle Interessen hinten angestellt habe, um dieser Idee zu folgen und zu Ende zu bringen. Da denke ich nicht über gesundes Essen nach. Da muss zwischendurch mal ein Riegel ausreichen, um mir die Energie zu bringen. Und wenn ich das über lange Zeit mache, dann führt es dazu, dass meinem Körper Dinge fehlen, die er braucht, um zu funktionieren. Damit der Körper funktionieren kann, benötigt er ein Kraftwerk, wir nennen es Mitochondrien, mit dem er in der Lage ist, aus dem, was wir essen, was über den Darm, letztendlich über die Blutbahn, in jede einzelne Zelle transportiert wird, nutzen können, um unseren körpereigenen Brennstoff, das ATP, das Adenosintriphosphat, bilden zu können. Nun ist es ja so, dass jede Zelle anders funktioniert. Jede Zelle hat die gesamte Erbinformation, wenn sie denn einen Zellkern hat, aber nur ein ganz kleiner Teil davon ist für diese Zelle von Bedeutung. Und diese Mitochondrien, die wir ja als Kraftwerke der Zelle kennengelernt haben, wenigstens zu meiner Schulzeit von 1984 noch, haben mit der Entwicklung der Wissenschaft heute eine weitere Zusatzfunktion bekommen. Sie sind quasi die Intelligenz der Zelle. Und deswegen ist es wichtig, sich um diese Mitochondrien im Detail zu kümmern. Diese Mitochondrien sind quasi an allen Erkrankungen und Alterserscheinungen und Degenerationen beteiligt. Am Ende, wenn wir sterben, geben die Mitochondrien ihre Funktion auf. Und wenn dann auch die letzte anaerobe Glykolyse abgeschlossen ist, kommt es zur Leichenstarre. So, manchmal fühlt man sich wie tot, weil man ausgebrannt ist. Ausgebrannt ist zum Beispiel ein Jogger, der tot umfällt, der ist in wenigen Minuten bretthart, weil da wirklich keine Energie mehr da ist. Der Burnout-Patient ist natürlich nicht bretthart. Trotzdem fühlt er sich hier und da verspannt. Er hat keine Energie, sich zu bewegen und er ist vor allen Dingen total müde im Kopf. Und es unterscheidet ihn erheblich von einem depressiven Patienten, der dadurch, dass er zum Beispiel Sport macht, eine Stimmungsaufhellung erfährt. Das kann so ein Burnout-Patient nicht. Der schafft es vielleicht 2-3 Stunden am Tag irgendwo an irgendwas teilzunehmen und wenn das seine guten Stunden sind, dann nimmt das Gegenüber von dem anderen auch nicht wahr. Und wenn er dann irgendwann sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es geht nicht mehr, dann wird man sehr schnell in die psychologische Ecke geschubst und sagt, er hat dann eine Klatsche, er hat ein psychologisches Problem, aber in Wirklichkeit hat er ein mitochondriales Problem, also ein Problem mit seiner Energieversorgung. Und wie das vernünftig aufzubröseln ist und wie man da individualmedizinisch, also wirklich ganz individuell herausfinden kann, wo es in Ihrem Energiegewinnungsprozess hapert, muss man natürlich eine ganze Reihe von Laboruntersuchungen machen. Und diese Erkenntnisse beruhen auf dem, was in den Lehrbüchern steht. Das, wie die Zellphysiologie, wie die Zellpathologie und wie die Biochemie funktionieren. Und natürlich, wie die neuesten modernen Forschungsergebnisse dazu sind. Und solche mitochondrialen Probleme erfasst man dann eben in Speziallaboren, die das wirklich gut können. Und meines Erachtens gibt es im Moment in Europa nur eins, was das kann. Und mit dem arbeite ich zusammen. Und über diese Laborergebnisse erzähle ich Ihnen beim nächsten Mal Stück für Stück, was man da machen muss. Bis zum nächsten Mal.